Moin zusammen und willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Schwungvoll. Ja, und heute gucken wir uns mal ein ganz besonderes Schätzchen an. Und das ist nämlich hier im Hintergrund zu sehen, der Mercedes EQE in der Variante 350 Plus. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht's sofort weiter. Ja, fangen wir mal bei den Größen an. Mit über 2,2 Tonnen ist es natürlich kein Leichtgewicht, hat aber in der 350 Plus Variante einen Brutto-Akku von 100 kW. Netto sind es dann etwas um die 93 kW, was auch eine dementsprechende Reichweite von sich gibt, aber das klären wir gleich. Ich will mit euch über die Länge reden. Der Mercedes EQE, der ist mal eben 4,94 Meter lang, meine Lieben. Das ist also knapp ein 5-Meter-Auto, aber er wirkt halt gar nicht so. Allein im Heckbereich wirkt er komplett kompakt hier mit einem sehr kurzen Heck. Vorne die Haube dementsprechend größer. Die kann man übrigens nicht mehr öffnen. Da ist inzwischen einfach eine, ich möchte fast mal sagen, Technikzentrale untergebracht, die für den normalen Kunden nicht mehr zugänglich ist. Breite inklusive Spiegel übrigens 2,10 Meter und damit bedingt Autobahnen, Baustellen tauglich. Die sind inzwischen oftmals auf 2,10 Meter ausgelegt, aber nicht immer. Da müsst ihr drauf achten, mit Spiegeln 2,10 Meter. Nein, es gilt nicht in der Baustelle die Spiegel anzuklappen, um dem zu entkommen. Höhe liegt bei 1,49. Damit gehört er schon so ein bisschen zu den flacheren Fahrzeugen. Ihr seht das so bei meinen 1,75. Ja, das ganze Fahrzeug aber in Summe erinnert ähnlich wie der EQS an einen gespannten Bogen. Das seht ihr hier. Und das ist natürlich komplett der Aerodynamik geschuldet, die das Fahrzeug natürlich dementsprechend auch so effizient macht, wie er jetzt hier gerade steht. Darauf kommen wir jetzt mal hin zu sprechen. So, natürlich lädt auch ein Mercedes EQC, übrigens eine sehr kleine Tankklappe, wie ich finde. Vorführeffekt. Über CCS mit maximal 170 kW. Hier oben befindet sich der Typ 2 Anschluss für den CCS, müsst ihr den unteren mal eben rausziehen. 11 kW an AC und 170 kW, wie gesagt, die maximale Ladeleistung an DC, Schnellladen. Hat aber eine sehr gute Ladekurve, sodass er auch die 5-80% in roundabout 30 Minuten hinbekommt. Über die Reichweite wollte ich reden. 90,6 Kilowattstunden netto hat der EQE und damit kommt er nach WLTP 660 Kilometer weit. Ja, das kennen wir jetzt alle, das ist natürlich nicht der Fall, aber realistisch tatsächlich sind über 500 Kilometer möglich, das bei Autobahntempo. Das Fahrzeug haben wir jetzt auch natürlich einiges über die Autobahn getrieben. Bei Tempo auch jenseits von 130, 160 und so weiter, auf einer Langstrecke von über 300 Kilometer, ist der Verbrauch unter 20 Kilowattstunden geblieben. Ihr seht es, ich blende es mal eben ein, 19,x. Also, hocheffizient, den kriegst du nicht leer, den Wagen, ja, und damit ist Langstrecke eigentlich überhaupt gar kein Problem mehr, wenn es jemals ein Problem gewesen ist. Ja, die Heckpartie, optisch finde ich das übrigens sehr gelungen. Ich gehe mal hier ein bisschen in die Hocke. Sehr breite Backen und dann übergehend hier in das Leuchtband. Sieht nachts zum Beispiel ziemlich geil aus mit dem Leuchtband hinten. Schöne Leuchtengrafik, ein kleiner aufgesetzter Spoiler hier in dem Bereich. Und jetzt kommt's. Leider hat Mercedes hier eine ganz große Chance vertan und hat es eigentlich gemacht wie Tesla. Wir haben hier nur einen ganz normalen Kofferraumdeckel. Also, insofern eine Ladeluke leider und nicht das, was man eventuell kennt von dem EQS. Ne? Also Model S hat die große Luke, EQS hat die große Luke, Model 3 und auch der EQE glänzen hier leider nicht. Hat eine kleine Luke mit einem Kofferraumvolumen von 420 Liter. Und ja, also eine Waschmaschine kriegt ihr da halt nicht eingepackt. Ne? Chance vertan, Mercedes. Aber
Natürlich geteilt umlegbare Rückbank, dreifach geteilt. Also ihr könnt zwei Drittel, ein Drittel teilen. Ihr könnt aber auch ganz umlegen natürlich oder ihr könnt auch nur in der Mitte umlegen oder whatever. Es befindet sich hier unten noch ein kleiner zusätzlicher Ladeboden drin in dem ganzen Fahrzeug. Da sind Tire für zum Beispiel drin oder auch das Warndreieck, Ladekabel und so weiter müssen auch hinten im Kofferraum verstaut werden, weil der EQE natürlich Mercedes typisch, muss man leider schon fast sagen, keinen Frunk besitzt, aber dementsprechend muss dann eine andere Lösung her. Ja, das Thema Frunk, das kennt ihr. Für eine ist es ein Kaufgrund, für die anderen sagen, ist egal. So, Heckklappe natürlich automatisch, ab dafür und wir gucken weiter. So, und bevor wir uns den Innenraum jetzt mal angucken, gehen wir mal eben nach vorne, weil wenn man jetzt vorne die riesen Motorhaube hier nicht öffnen kann, dann ist natürlich die Frage, wie fülle ich zum Beispiel Scheibenwischwasser nach? Und da habt ihr diese Klappe hier unten und da müsst ihr hier drücken und zack, da geht's auf und dann könnt ihr hier alles nachfüllen, also das Scheibenwischwasser. Alles andere ist nicht vorgesehen. Da müsst ihr dann zum Mercedes-Händler, weil tatsächlich auch die Freigabe der Haube so einfach nicht vorgesehen ist. Ja, das war jetzt nicht der Aschenbecher bzw. der Dosenhalter für das nächste Festival. Lass uns mal eben die Front angucken. Es ist eigentlich schon fast EQ-typisch, möchte ich sagen. Beim EQC hat man damit angefangen, das sogenannte Black Panel hier ins Leben zu rufen. Also eine komplette geschlossene Front, schwarz. Tatsächlich auch wenig jetzt Lüftung. Nur hier unten gibt es etwas, wo ein bisschen Luft reinströmen könnte. Ansonsten reicht dem EQE das, was er hier an Luft bekommt, um Batterie und alles weiter kühl zu halten, weil er ist natürlich flüssig gekühlt, der Akku. Ansonsten vorne der Stern, darunter ist der Radarsensor. Das erkennt man dadurch, dass man, wenn man jetzt hier drauf guckt, das ist eine Glasscheibe, das ist nicht erhoben. Daran erkennt ihr immer, ob ein Mercedes ein Radar hat oder nicht. Wenn der Stern hier so richtig erhoben ist, wie mit dem Chrom hier, dann hat er kein Radar. Ja, ansonsten hier ausgerüstet mit LED High Performance Scheinwerfern. Natürlich gibt es hier auch ein Matrix LED, hat das Fahrzeug jetzt nicht. Ja, und ansonsten natürlich komplett aerodynamisch gestaltet. Wenn ich das jetzt mal so hier zeige, dann sieht man das schon. Das ist schon, also wie eine Flunder nach oben gehend. Ja, wo ich eben das Thema Aerodynamik erwähnt habe, ihr seht hier die Türgriffe, die sind integriert in die Karosse. Das ist natürlich auch ein Thema, strömungsmäßig gibt es da keine Verwirbelung im Bereich. Und wenn man dann das Fahrzeug aufmacht, dann fahren die Griffe raus. Die sind übrigens nachts auch beleuchtet. Das blende ich auch mal eben ein, wie das aussieht. Und unten am Boden gibt es dann zusätzlich natürlich noch den obligatorischen Mercedes-Stern. Die Sensoren sind hier oben drinne, die den dann hier auf die Straße projizieren. Sieht doch auch ganz geil aus, oder? So, gucken wir mal, wie viel Platz der EQE jetzt im Innenraum hat. Ein Vorteil haben die Bügelgriffe natürlich, man kann richtig gut dran ziehen. Das ist auch im Crashfall wichtig. Die fahren natürlich sofort aus, wenn das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt ist. Und dementsprechend können dann die Sicherheitsleute, die Retter, richtig doll auch an den Türen reißen, um diese aufzubekommen. Ein Thema möchte ich euch mal eben zeigen, bevor wir dann jetzt auf den Innenraum gehen, weil das ist für mich etwas... Das fand ich ein bisschen schade, als ich das gesehen habe. Und das ist zwar hier, der Wagen hat ein Burmeister Soundsystem. Das erkennt ihr hier an dem Zeichen hier. Ja? Aber die Abdeckung, die kenne ich aus vergangenen Baureihen noch, zum Beispiel aus dem EQC, richtig schön in verchromt. Hier ist es leider nur noch eine schwarze Plastikabdeckung. Hier im Griffbereich alles schön, wirklich richtig schön Aluminium eloxiert. Sieht echt gut aus. Die Abdeckung für das Soundsystem Burmeister. Leider. Also finde ich schade. Die ganze Abdeckung hier absolut hochwertig und auch das Material hier oben, so ein bisschen mikrofasermäßig, fühlt sich schon ganz gut an. Blendet im Bereich der i-Tafel, das zeige ich euch gleich nochmal, leider ein bisschen in der Frontscheibe, aber von der Haptik her fühlt es sich echt gut an, mag ich gerne. Nur die Abdeckung fürs Burmeister, da haben sie ein bisschen am falschen Ende gespart, wenn ihr mich fragt, aber es ist eine ganz persönliche Einstellung, die ich vertrete und die nicht jeder so sehen muss, ganz klar. Übrigens, Kinders, was man von vornherein gar nicht so schnell erkennt als solches ist, der hat rahmenlose Scheiben hier, also ne? Bei den Türen. Da muss ich schon sagen, dafür haben die Mercedes-Kollegen richtig viel
geschaffen im Sinne der Akustik. Das Auto ist so ruhig, obwohl der rahmenlose Scheiben hat. Und das ist eigentlich ungewohnt. Man sagt eigentlich immer, Coupés, die tendieren so ein bisschen dazu, dass sie gerade bei hohen Geschwindigkeiten lauter werden. Ist beim EQE überhaupt nicht der Fall. Und da muss ich schon sagen, Hut ab, das haben sie echt gut gelöst. Also ich muss jetzt mal eben fragen, ich habe einen EQS noch nicht gesehen. Hat ein EQS rahmenlose Scheiben? Ich weiß es gerade nicht. Aber der EQE hat sie. So, und jetzt gucken wir uns das ganze Fahrzeug mal von innen an, wie das hier drinnen mit dem Platz ist. Ihr seht, ich musste gerade meinen Kopf so ein bisschen einziehen. Das liegt einfach daran, dass es so ein bisschen auch die Coupé-Form hat. Tür machen wir mal zu. Tür machen wir mal richtig zu. So. Und ja, ihr seht über mir schon, er hat ein Glasdach. Was auch Mercedes typisch ist bei einem Glasdach ist, dass er hier vorne eine Traverse hat. Ja, man kann das Glasdach mit einer Jalousie zufahren. Platz ist hier tatsächlich auch für mich noch gerade gut vorhanden. Hab jetzt hier, ja, seht ihr, ne? So viel Luft über dem Scheitel. Das ist tatsächlich sehr, sehr gemütlich. Und ich glaube auch, gerade mit dem Glasdach haben auch Menschen, die größer als meine 1,75 sind, ordentlich Platz. Ordentlich Platz habe ich tatsächlich auch hier im Bereich der Beinfreiheit. Das sind ordentlich 10 cm knapp. Und der Sitz vor mir ist eingestellt auf einen Menschen, der 1,85 ist, nicht auf meine 1,75. Und dafür muss ich sagen, reist man hier sehr, sehr bequem. Auch auffällig ist das Thema Beinauflage hier unten. Das heißt, ich lege tatsächlich bis hier vorne, lege ich mit dem Bein auf. Und das macht das Reisen hinten natürlich viel, viel gemütlicher, weil man dementsprechend viel Beinauflage genießt, die Beine so in eine Ruheposition kommen und man hier sehr gemütlich sitzt tatsächlich. Ja, EVA2-Plattform, das ist die Plattform, auf der der EQE, aber auch der EQS basiert. Reine Elektroplattform und das erkennt man dann hier in der Mitte. Hier gibt es nämlich keine Mitteltunnel, also hier ist tatsächlich noch so ein 3 cm Absatz hier unten, das erkennt man kaum. Aber grundsätzlich kann man halt auch die Beine dann mal eben hier so rüberschieben und so weiter. Hat hier eine Menge Platz. Hinten dann USB und so weiter für die hinteren Mitfahrer. Der Wagen hat zum Beispiel jetzt hier hinten keine Sitzheizung oder so weiter, aber wer Mercedes kennt, der weiß, da gibt es eine riesige Aufpreisliste, die lässt sich füllen bis nach Meppen und ja, dann werdet selbst ihr glücklich, die jetzt zum Beispiel sagen, ich brauche hinten eine Sitzheizung, warum auch immer. Wir gehen mal nach vorne, weil vorne, da spielt die Musik und da ist es ja um ein Vielfaches interessanter. Das gucken wir uns jetzt mal an, wie sieht's vorne beim EQE aus, denn MBUX und Hyperscreen, den der leider nicht hat, das sind ja die Themen, die viele interessieren. Das hier ist eher das Kassenmodell, aber selbst das Kassenmodell hat echt einiges zu bieten. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Platz im ganzen Fahrzeug. Das ist natürlich der Platz des Piloten, das heißt derjenige, der das Fahrzeug dann fährt. Und das ist schon fast Mercedes-typisch hier. Ah, sehr komfortabel ausgeführt, das seht ihr hier. Also die Sitze haben tatsächlich weniger Seitenhalt, als es zum Beispiel jetzt beim BMW war. Das ist aber auch schon fast typisch für Mercedes. Und ich möchte sagen, bequem ist es auf jeden Fall. Das Lenkrad tatsächlich mit sehr, sehr vielen Bedienelementen hier in Summe. Und ja, neben dem, und das finde ich übrigens sehr, sehr geil, Fahrtrichtungsbedienelement, das ist hier, wo ihr einstellt, ob ihr nach vorne, hinten oder Neutralstellung bzw. Parken fahren wollt, hat er hier halt den Lichtschalter etc. und für Wischer und so weiter. Ungewohnt tatsächlich für ein Fahrzeug dieser Klasse ist, dass er einen Start-Stopp-Schalter hat. Das heißt, ihr müsst tatsächlich das Fahrzeug zum Inbetrieb nehmen, mal eben hier bedienen und erst dann geht's los. Das ist ungewohnt. Selbst das hat, ich sag mal, mein ID3 nicht oder so. Von Tesla kennt man es auch nicht. Das ist aber nun ja, das, was Mercedes halt irgendwo sich für sich überlegt hat, vielleicht auch, um jemandem zu zeigen, der jetzt Elektroauto nicht gewohnt ist. Ja, okay, wenn ich ihn anmache, dann ist er an und dann steht hier auch Fahrbereitschaft an. Jetzt, Moment, ich habe zum Beispiel jetzt nicht das Bremspedal getreten, habe ihn zwar in Betrieb genommen, aber Fahrbereitschaft steht jetzt hier auf aus. Ansonsten
natürlich Memory-Sitze, Sitzheizung, das, was man sonst aus dem Mercedes kennt, dass die Sitzeinstellung hier in der Tür ist, das ist genauso geblieben. Alle Elemente zum Verschließen, Öffnen der Türen, Fenster, Bedienelemente, Spiegeleinstellungen und so weiter, all das findet man an für Mercedes-Fahrer gewohnten Ort und Stelle und wirft auch tatsächlich wenig Fragen auf, finde ich. Ich bin aber auch viel Mercedes gefahren und da muss man jetzt selber für sich entscheiden, okay, das ist alles sinnig, beziehungsweise nee, das verstehe ich nicht. Qualitativ und auch das, was man an Haptik kennt, da ist Mercedes natürlich Mercedes, ja. Also alle Materialien, die wir hier im Innenraum haben, sind hinterschäumt, wirklich weich hinterschäumt. Oben die E-Tafel, die habe ich euch ja schon erwähnt, ist auch dieses Material aus der Seitenverkleidung. Fühlt sich tatsächlich gut an, blendet sie aber doch dann so ein bisschen in der Scheibe, weil es eben nicht dunkel ist, sondern einen Grauton hat in diesem Falle. Highlight beim EQS sowie beim EQE jetzt hier in diesem Fall ist natürlich auch die ambiente Beleuchtung. Man kann sie natürlich ein bisschen einstellen, aber da macht Mercedes schon also alles das, was möglich ist. Also Licht, ja, haben wir viel und haben wir wirklich, also wirklich viel. Ansonsten gefällt mir die Ausführung hier als Kassenmodell auch sehr, sehr, sehr gut. Ich habe die Luftausströmer hier, zwei. Da merkt man so ein bisschen, dass es dem Fahrzeug auch schon nicht leicht fällt. Gerade im oberen Bereich, jetzt hier unter dem Dach, wenn man oben das auf hat, für ein angenehmes Raumklima zu sorgen. Also es fühlt sich an, als wenn so ein bisschen Stauwärme immer unterm Dach ist. Da weiß ich nicht, ob die beiden Luftausströmer seitlich bzw. die vorne an der E-Tafel ein bisschen überfordert sind. Übrigens habe ich ja eingangs das Glasdach oben erwähnt und anders als bei vielen Herstellern ist das bei Mercedes nicht einfach nur ein Glasdach, sondern, Obacht! Hahaha, was ist das denn Geiles? Also nicht viele Hersteller, zum Beispiel der Enyaq hat es, haben hier tatsächlich ein richtiges Dach zum Öffnen. Und das finde ich schon wieder sehr, sehr cool, weil das, was ich jetzt eben sagte, dass oben im Bereich auch schon viel Stauwärme entstehen kann, die kann wenigstens entweichen, indem ich oben das Dach entweder aufstelle oder auffahre, wie in diesem Fall. Und ja, das finde ich schon sehr, sehr cool, dass das überhaupt noch heute jemand macht, weil viele sagen einfach nur, Tesla zum Beispiel, hey, ich mache ein Glasdach rein, ja, ist in Ordnung. Und dann hat sie es dann. Und was natürlich bei Mercedes auch typisch ist, die denken nicht nur daran, dass sie ein Glasdach haben, sondern ich kann natürlich hier auch noch, falsche Richtung, erst das Glasdach zumachen. So, und dann kann man hier nochmal eben die Jalousien zufahren. So, da kommen sie, kommen aus der Mitte übrigens gefahren und machen dann hinten und vorne gleichmäßig beides zu. Seht ihr? So, und nochmal das Ganze zu. Und damit hat man natürlich auch dementsprechend einen Sonnenschutz, so dass die Sonne das Fahrzeuginnere nicht so knallmäßig aufwärmt. Aber nichtsdestotrotz, Vorklimatisierung über das Handy ist natürlich jederzeit möglich. Insofern meckern auf einem mittelmäßig hohen Niveau. Ihr wisst es, Elektroautos haben jederzeit die Möglichkeit, dass sie eben per Handy auch klimatisiert werden können, beziehungsweise im Winter auch mal eben aufgeheizt werden können. Das geht ratzifatzi super schnell und ja. Lass uns mal jetzt auf das MBUX gucken. Ja, eingeführt hat Mercedes das MBUX ja mit dem EQC. Inzwischen hat sich hier viel getan. Die Grundeinstellungen sind immer dieselben eigentlich. Also ihr habt das EQ-Menü, das Navigation, Telefon, Radio, Medien, Apps und so weiter. Dann Store, Komfort, Info und so weiter. Also ihr könnt da jede Menge machen. Das ist überhaupt kein Problem. Energiefluss hier, Fahrzeug, whatever. Da muss ich das Auto für anmachen. Was aber interessant natürlich ist, ist dann auch, dass man sich anzeigen kann, übrigens CarPlay hat er natürlich auch, habe ich gerade vergessen zu erwähnen, wie hier zum Beispiel meine letzten Verbräuche waren oder so weiter. Also hier ist das Lademenü, ich kann Eco-Laden einstellen, dann begrenzt er automatisch den Ladestrom auf 80% zum Beispiel. Ich kann jetzt gucken zum Beispiel, dass ich Abfahrtzeiten einstelle und so weiter. Ich kann über die Reichweite mir anzeigen lassen. Jetzt muss ich das Fahrzeug doch mal eben anmachen eben. So, ich habe jetzt hier
Möglichkeiten, die Reichweite nochmal zu maximieren, indem ich jetzt sage, okay, Eco-Fahrfunktion aktiviere ich zum Beispiel nochmal oder Sitzkomfort, Klimatisierung, Funktionseinschränken und so weiter. All das ist natürlich machbar hier im EQE. Ich habe übrigens 303 Kilometer Reichweite aktuell bei noch etwas um irgendwie 60%. Müssen wir mal gucken. Hier sieht man übrigens noch die letzten 3 Stunden den Verbrauch. 19,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und da ist auch ein höherer Anteil mit richtig Verbrauch dabei. Den seht ihr oben in dem Peak. Das ist dementsprechend die Zeit gewesen, wo man auch mal eben auf der Autobahn ein bisschen Gas gegeben hat vielleicht. Ja, ansonsten ist das natürlich von der Reichweite jetzt hier schon ziemlich cool. Hier kann man Energiesparmaßnahmen sich nochmal anzeigen lassen. Und ja, ich muss sagen, das Auto, das kriegt ihr nicht leer. Also wer jetzt hier noch in irgendeiner Form irgendwie eine Reichweitenangst hat oder so, da weiß ich nicht, was man jetzt noch tun möchte, ja, um dementsprechend zu sagen, ja, so 62% haben wir übrigens, das habe ich immer geguckt, 62% 300 Kilometer, ne? 500 Kilometer kriegt ihr immer damit hin. Und dann lädt er auch noch schnell. Also in diesem Maße muss man dann schon echt fragen, was willst du hier noch machen, damit du hier Reichweitenangst hast, ne? Ansonsten, wie man es von Mercedes kennt, Bedienelemente im Lenkrad mit Limiter natürlich. Ihr könnt die Distanzkontrolle einstellen. Was ihr natürlich auch sagen könnt, ist, ihr könnt das Ganze, das Optische hier anpassen, ne? Indem ihr sagt, okay, ich möchte nicht klassisch haben, sondern ich möchte vielleicht es sportlich haben oder indem man sagt, okay, sportlich ist auch nicht, ich möchte es dezent haben. Das sind alles so Einstellungen, Spielereien für den Kunden, der eben so ein bisschen was hat. Ihr könnt aber auch natürlich die Navigationskarte hier vorne einblenden lassen und dann zeigt ihr euch nur noch oben im Bereich die Geschwindigkeit an. Ein nettes Feature, das hat Mercedes hier unten noch eingeführt, das kennt man in ähnlicher Form von Apple. Das ist ein Fingerabdrucksensor, den kann man so drücken. Fingerabdruck, möchten Sie dies einrichten? Nein, wollen wir jetzt nicht. Aber das ist schon interessant, dass man hier zum Beispiel einen Fingerabdrucksensor, ich sag mal, für sich selber dann einrichten kann, um dementsprechend dann zu sagen, okay, das Auto starte nur ich. Die Funktion dahinter, die bediene nur ich. Finde ich sehr, sehr cool. Ansonsten habt ihr unten noch eine Leiste, die ihr nutzen könnt. Zum Beispiel parkt der EQE auch automatisch ein. Dazu hat er hier unten einen, ich sag mal, einen Parkassistenten. Da drückt er drauf. Dann sagt er hier, okay, soll er eine Parklücke suchen? Dazu muss man vorwärts fahren. Sobald er eine gefunden hat, muss ich dann über Druck unten auf die Taste das Ganze nochmal bestätigen. Und dann parkt der Mercedes für euch automatisch ein, entweder quer oder längs. Also insofern sehr, sehr viele nette Features hier im Fahrzeug, die dementsprechend keine Wünsche überlassen. Das Auto kostet aber dementsprechend. Und das treibt mich dann jetzt zu dem Fazit vom Mercedes EQE 350 Plus. Mercedes-Benz EQE 350 Plus, das einzige Fahrzeug, was aktuell konfigurierbar ist, beginnt im Preis bei 60 Euro oder so. Macht den Kohl gerade nicht fest, weil ihr sowieso eine riesige Aufpreisliste habt, um das Auto überhaupt so zu gestalten, wie ihr es haben wollt. Der Vorteil ist, das gleiche Auto ein zweites Mal zu treffen, der genauso aussieht wie euer. Das wird recht selten sein. Aber man muss sagen, immerhin bekommt dieses Fahrzeug eine Förderung von aktuell 7.500 Euro. Wobei, da muss man auch mal eben den Finger heben. Wer weiß, ob das nächstes Jahr noch so ist, weil es munkelt ja, dass diese hochpreisigen Fahrzeuge in Zukunft nicht mehr gefördert werden, sondern dass die Förderung dementsprechend angepasst wird. Neben dem Wegfall von PHEV-Hybridfahrzeugen sollen auch hochpreisige Fahrzeuge nicht mehr gefördert werden. Sei es drum, ich glaube, jemand, der sich einen EQE konfiguriert, den interessieren am Ende 7.500 Euro auch nicht mehr wirklich. Was bleibt zu sagen über das Fahrzeug? Also generell hat Mercedes mit dem EQE einen prima Job gemacht. Das Fahrzeug ist mit 4,94 Meter aber durchaus groß. Ich habe nicht gesagt zu groß. Er hat eine bombastische Reichweite, also realistisch Autobahn über 500 Kilometer. Damit auch ein Heißjahrkandidat eventuell für mich als Nachfolge von meinem ID3, weil ihr wisst ja, ich hätte gern schon ein Fahrzeug, was die Strecke Berlin-Bremen in einem Rutsch ohne Ladepause dann schafft
Und das schafft der, das schafft ein BMW i4. Vorteil beim EQE gegenüber dem i4, der hier, der übrigens im Werk Bremen gebaut wird und nur aus Bremen, das heißt jeder EQE, den ihr irgendwo seht, der wird im Werk Bremen gebaut, der ist lieferbar. Und der ist auch nicht lieferbar erst in 12 Monaten, sondern tatsächlich auch schneller. Also damit ein heißer Kandidat, großes Auto, Frage für mich, brauche ich so ein riesiges Auto? Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich finde, Mercedes hat jetzt hier mit der EVA 2 Baureihe neben dem EQS nochmal eine ganz geile Alternative. Natürlich im Hochpreissegment, aber das hat Mercedes ja auch angedeutet, dass sie weg wollen von den, ich sag mal, Brot- und Butterfahrzeugen und mehr hin wollen wieder zum Luxury EV, also zu den luxuriösen Elektrofahrzeugen. Und da gehört der EQE auf jeden Fall dazu. Er hat keinen Frunk, das habt ihr gesehen. Ansonsten ist natürlich das Thema Heckklappe gegenüber einer Hecktür, wie es beim EQS Thema ist, ein ganz großes Thema für viele, die das Fahrzeug anders nutzen wollen. Zum Beispiel, um auch einen Hund mitzunehmen. Das ist hier natürlich problematischer, als es im EQS der Fall ist. Ansonsten muss ich sagen, mir gefällt der EQE richtig gut. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von, schieß mich tot, ich glaube, der fährt sogar 210 km waren das. 210, 190 war der BMW. 210 km könnt ihr tatsächlich auch so ein bisschen auf der linken Spur umherfahren, ohne dass ihr dann gleich Lichthupt wird, so wie ich mit dem ID3. Bei 160 ist da ja Schluss. Also 210 auf der Bahn und vom Verbrauch her dann dementsprechend immer noch echt im unteren Level. Ich find's cool. Hut ab Mercedes, gefällt mir wirklich gut, der EQE, und er wirkt deutlich kompakter, als er am Ende wirklich ist. Optional, weiß ich gar nicht, bekommt ihr, glaube ich, sogar die Vierradlenkung dafür. Da könnt ihr mal eben die Kommentare schreiben, ob ich da jetzt richtig liege, weil die hat natürlich beim EQS schon für Aufsehen gesorgt. Damit wird das ganze Fahrzeug nochmal um ein großes Maß handlicher, gerade in der City hier wie in Berlin. Das soll es schon gewesen sein. Mir fällt absolut gar nichts mehr ein. Gönnt euch mal eine Testfahrt. Das Auto ist super leise. Der gleitet wie auf Wolken über Gullideck und so weiter, als wenn es die nicht gäbe. Hut ab, aber das kann Mercedes, ne? Komfort, das wird da groß geschrieben. Es ist jetzt nicht der Racer, es ist nicht der aufdringliche BMW, der halt tatsächlich so ein bisschen mehr so in den Sportbereich geht. Nein, es ist ein typischer Mercedes und das macht er wirklich gut und so soll es ja auch sein. Also, Daumen hoch, Daumen runter. Wenn ihr Daumen runter gebt, dann bitte mit Begründung warum. Ansonsten gerne meinen Kanal abonnieren, dann seid ihr immer dabei, wenn es neue Videos gibt. Und ich bedanke mich hier bei meinem Kumpel Eddie, der extra aus Bremen angereist ist, um mir das Auto zu zeigen. Jetzt habe ich es gesagt, Eddie, aber das weiß ja keiner, dass du hier warst, oder? Also, bis dann. Ciao.